Ja, und dann gibt es Einsteigerserien wie die Formel Ford oder die Formel König, mehrere Dinge. Ja. Die sind dann eigentlich wie Formel 1 Auto, nur halt viel kleiner, weniger Leistung. Und dann arbeitet man sich hoch über die Formel 3, was schon sehr professionell ist. Und dann kommt die Formel 3000 europaweit und dann die Formel 1. So ist es theoretisch und so habe ich auch den Weg gemacht. Aber mein Teamkollege zum Beispiel ist nur ein Jahr Formel Renault gefahren und dann direkt in die Formel 1 gekommen. Mhm. Ist es mit Geld verbunden, um da reinzukommen für den Fahrer? Ja, natürlich ist es unheimlich schwierig, da den Sprung zu schaffen in die Formelserien, aber in den letzten Jahren hat sich in Deutschland viel getan. Die Sponsoren sind aufmerksam geworden und ich habe das Glück, einen guten Manager gefunden zu haben, der auch ein bisschen... Das ist nicht der von Schumi? Nee, das ist nicht der selber. Nein. Ist es der Herr, der hier mit dabei war? Genau. Ja, der wirkt sehr bodenständig. Ja. Ja, so ein völlig sympathischer Mann. Auch Willi Weber natürlich, aber eher noch bodenständiger. Und du kennst aber Willi Weber. Ja. Hat Willi Weber schon versucht, dich abzuwerben? Nein. Nein. Auch nicht, ohne dass du es gemerkt hättest oder so. Nee. Weiß ich ja nicht. Nee. Aber ich sag mal, es muss schon die Leistung, oder jetzt mal, wäre es denkbar, dass irgendwie so ein fetter Drogensüchtiger aus Monaco, der einfach tierisch Kohle im Rücken hat, sich einkauft in den Rennstall? Wäre das denkbar? Dass ihn irgendwelche Irren da fahren lassen? Ja, also manche Leute sagen ja, dass der Petrodinis überhaupt nicht fahren konnte, weil ich so nicht unterschreiben kann. Und der hat halt unheimlich viel Geld mitgebracht von zu Hause und wäre eigentlich sonst aufgrund der Leistung nicht Formel 1 gefahren. Fährt er noch? Der fährt jetzt nicht mehr, nein. Auch nicht so Testrennen. Es gibt ja auch Fahrer, die müssen immer die Testrennen fahren, ne? Also die Entwicklungs... Nee, ist auch kein Testfahrer mehr. Der ist jetzt im Pro-Team, macht da irgendwas auf der Management-Seite. Getränkeservice oder so wahrscheinlich. Hast du den nochmal auf der Rennstrecke erlebt? Ja, letztes Jahr ist er noch gefahren. Und war das so ein Fahrer, wo man sagt, okay, der fährt rechts ran, der Irre kommt von hinten oder so? gibt's solche Fahrer, wo man sagt, um Gottes Willen, er ist schon wieder Hilfe? Wenn er von hinten kommt, ist nicht so gut. Man sollte schon selbst von hinten an ihm vorbeikommen. Das ist richtig. Also, ja, verstehe. Gibt's für dich einen idealen Traumrennstall? Also, du bist wahrscheinlich nämlich an sehr zufrieden bei deinen Schweizern, aber so, wenn die Fee kommt. Im Moment ist das, glaube ich, ideal bei Sauber. Und ich habe noch einen recht langfristigen Vertrag mit Mercedes. Wie lange geht der? Kann ich nicht so genau sagen, aber es sind schon noch ein paar Jahre. Wie, du weißt es nicht oder darfst du es nicht ausplaudern? Vertragsgeheimnis. Soll ich mal nachgucken? Ja. Ja, wieso mit Mercedes? Die haben mich schon sehr früh gefördert, schon in meiner Formel 3-Zeit. Ach so. Bin dann da auch Testfahrer gewesen in der Formel 1. Ja. Und habe dann einen sehr guten Bezug eigentlich zu, verstehe mich gut mit den ganzen Leuten. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass das Team einfach sehr erfolgreich ist. Aha. Aber das heißt, du bist in letzten Endes hauptsächlich Mercedes-Angestellter? Ist das so richtig? Kann man das so sagen? Nein, im Moment bin ich voll bei Sauber angestellt. Und ja, aber hör mal, Mercedes, ich meine, der eine hängt dauernd am Handy von denen, der andere ist in Diskurs unterwegs. Was ist da, wäre das nicht ideal? Nick Heidfeld auf Silberpfeil? Ja, ich würde es mir auch wünschen. Wer ist denn immer in den Diskurs? Wer ist das? Kulthard. Der Kulthard ist das nicht so? Nein. Ich habe gelesen, hat diese schöne Heidi. Und dann haben sie nachts irgendwie in einem Lokal, Boris hat gleich unten was getrunken und oben lag Kulthard und hat, also wurde belästigt von vorne, er wollte sich vorbereiten auf das Rennen. So, ist das nicht so? Ist das nicht so? Stand hier in der Zeitung, soll Schluss sein mit Heidi. Also ich glaube einfach teilweise in den Medien manchmal ein bisschen was falsch dargestellt. Ich glaube, der Boris hatte sich da eigentlich mit David getroffen. Und um das ein bisschen zu vertuschen, haben die es halt anders verkauft. Bist du liiert? Hast du eine Freundin? Ja. Ja. Die ist mit dabei bei den Rennen? Meistens nicht immer. Jetzt bei den ersten Rennen war sie nicht dabei. Ja. Der Peter Sauber wollte das nicht. Wollte, dass sich beide Fahrer voll aufs Rennen konzentrieren. Das ist klar, er ist ein Schweizer. Ihr könnt Freundin haben, aber zu Hause um 10 Uhr bei den Älteren. Ja. Das nächste Rennen ist in Imola. Mhm. Damit seid ihr dann also nach Europa gekommen. Hast du eine Lieblingsrennstrecke? Ja, Monaco. Echt? Das gilt doch als so schwierig mit diesen vielen Kurven in der engen Stadt und diese ganzen Besoffenen von RTL am Rand. die einem da in die Fahnen reintorkeln. Servus! Achtung! Nee, ist einfach eine noch größere Herausforderung, da zu fahren. Man hat kaum Zeit, sich zu entspannen. Die Leitplanken sind sehr nah. Man mag jetzt sagen, das ist natürlich gefährlich. Ist der bekloppt, dass er die Rennstrecke da so besonders mag? Vielleicht produziert man besonders viel Adrenalin, aber ist einfach meine Lieblingsstrecke. Und ist das die Strecke, wo das fahrerische Können am meisten zählt? Oder kann man das nicht sagen, dass es so eine gibt? Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke schon, dass es eine recht schwere Strecke ist. Aber wenn man jetzt sagt, Hockenheim gibt es fast nur Geraden, ein paar Schikanen, das ist eine einfache Strecke, dann müssen ja eigentlich alle sehr, sehr schnell sein. So ist das aber auch nicht. Ja. Und was hältst du von Spa? Ist eigentlich auch eine Strecke, die ich mag, aber nicht so stark wie die meisten anderen Fahrer. Ja?
Aber sagen wir, diese Eau Rouge, diese Kurve, wo man da runterfährt, man sieht nichts und dann, welches Tempo hat man drauf, wenn man da in die Kurve reinfährt? So. Um die 300. Um die 300. Und man sieht nicht, wo es oben rausgeht, ja? Na, den Ausgang sieht man nicht. Ja, was ist das für ein Gefühl? Ja, man muss sich natürlich langsam rantasten. Man hat ja freitags und samstags Training, du kannst ja nicht direkt hinfahren und Vollgas durchfahren. Der Jacques Villeneuve mag es probieren, aber die meisten anderen nicht. Ist der so auch gefürchtet, Jacques Villeneuve? Nein, nicht gefürchtet. Im Rennen macht er eigentlich nicht so viel Blödsinn. Er probiert halt nur manche Kurven, wie halt Eau Rouge, voll zu fahren, um da irgendwie seine Bestätigung oder einen speziellen Kitzel für ihn zu bekommen. Du machst das nicht. Du fährst mit 300 rein? Wenn der Wagen es hergibt, ja. Weiß man das vorher? Ja, wie gesagt, man hat vorher im Training Zeit, sich ranzutasten. Ja. Letztes Jahr war es nicht möglich, ja. Aber dass der Wagen dieses Jahr besser ist, und dann werden wir es versuchen. Und, aber es ist ja meistens, Spa ist ja immer schon im Herbst, es ist meistens schon schlechtes Wetter, ne? Kommt dann mit dazu noch und so. Aber macht es dir was aus, bei Regen zu fahren? Nee, ich fahre eigentlich sehr gerne im Regen. Das hat sich ja jetzt eigentlich an Sao Paulo bemerkbar oder bezahlt gemacht, ne? Ja, ich glaube, ich hatte auch noch was gut zu machen. Beim Rennen vorher in Malaysia hat es auch sehr stark geregnet, ja. Bin ich leider nach ein paar Runden abgeflogen. Was war da das Problem? Aquaplaning. Das war sogar so, dass das Safety Car, was immer vorfährt, wenn so schlechtes Wetter ist, schneller war als die Formel 1 Autos. Weil die Autos liegen einfach so tief, wenn man durch eine große Pfütze durchfährt, schwimmen die Autos einfach auf. Richtig, da ist Feierabend. Ja. Da kann man auch nichts mehr machen. Da nutzt auch keinen Schleuderkurs mehr auf dem ADAC-Übungsplatz oder was weiß ich. Kannst du da noch was machen bei Aquaplaning oder ist das Feierabend? Bei Aquaplaning kannst du überhaupt nichts machen. Nix. Hätte einfach langsamer fahren müssen. Ja. Was machst du dann? Hände weg vom Steuer? Geht es so schnell, dass man gar nicht reagieren kann? Also in dem Fall habe ich probiert, noch auf dem Kiesbett zu kommen. Ja. Ich habe es irgendwie noch geschafft, mich um 360 Grad zu drehen. Das Kiesbett war aber zu tief und ich bin dann leider darin stecken geblieben. Und ansonsten, ja, wenn man weiß, dass man in die Reifenstapel einschlägt, dann nimmt man kurz mal die Hände vom Lenkrad. Damit man die Handgelenke nicht bricht, oder genau. Wie? Ja, das ist die Laien. Ich will mich natürlich festkrampfen, um das Lenkrad nicht zu beschädigen. Und dann am nächsten Tag so. Ja. Das war sehr interessant und ich hoffe, wir sehen ihn noch häufiger bei uns. Ich denke, das wird für dich sehr erfolgreich weitergehen und viel Erfolg jetzt in diesem Jahr mit Sauber, wie heißt der, Petronas? Sauber Petronas. Petronas, ist es Spanier oder? Nein, die kommen aus Malaysia. Aus Malaysia? Ja. Sind ja beim Rennen dabei natürlich und gucken sich das an, ab oder? Ab und zu, ja. Ja. Sauber Petronas und vielleicht demnächst bei Silberpfeil oder wo auch immer. Ja, eventuell. Der Vertrag läuft jetzt erstmal 3 Jahre lang bei Sauber und danach muss man ja. Einfach. 3 Jahre? Ja. Gut, das sind immerhin 3 Titel, die man da erwarten kann. Recht unwahrscheinlich. Es ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Ich meine wirklich, also mit diesem Rennstall, der wunderbar ist, aber natürlich nicht das große Geld hat wie die anderen. Vierter zu seiner Gesamtwertung, finde ich eine tolle Leistung. Ja? Dankeschön. Ich drücke dir den Daumen, dass es so weitergeht. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis viel tolle Toll für Imola. Danke. Meine Damen und Herren, Nick Freitfeld und gleich Luca. Das finde ich ganz toll, weil wir haben natürlich auch so ein bisschen pädagogischen Auftrag für die jüngeren Zuschauer. Ja. Du bist nicht wie viele von diesen Viva-Schlampen, die das erste Mal, wenn sie irgendwie Rotlicht sehen, gleich die Schule abbrechen oder die Lehre abbrechen. Nein, du gehst weiter in die Schule. Finde ich toll. Wo? In Hamburg. In Hamburg. Welche Klasse? 11. Das heißt, nächstes Jahr ist das Abitur? Ja, also ab nächsten Jahr fängt es an. Was hast du für Leistungskurse? Noch nicht gewählt. Ach so, aber das macht man ja. Ja, nächste Woche wähle ich. Was wird das werden? Englisch und Mathe. Mathe? Ja. Echt? Ja. Diese ganze Wahnsinn. Ich weiß noch nicht, ob echt, aber ich glaube. Ja, aber da muss ja gut sein, sonst wird es ja nicht in Erwägung ziehen. Ja. Ja? Mit Kurvendiskussion und Tangente und Ellipse nicht im Ursprung, diesen ganzen mörderischen Foltersachen. Da blickst du durch? Das finde ich sensationell. Und Englisch, ja? Ja. Ja, gut, das ist natürlich in der Modewelt sowieso wichtig. Ja, und ich war halt in England ein halbes Jahr. Und ja, deswegen. Austauschschülerin. Mhm. Ja, ich bin halt zur Schule gegangen. Aha, wo? In Plymouth. Plymouth? Ja. Where the Pilgrim Fathers startet? Ja, ja. Und die Mayflower. Ja, ist das da gut, Plymouth? Ja, war lustig. Ja? Mhm. Sag mal, wie bist du entdeckt worden? Ich habe vorhin gesagt, Eis essen, das war's nicht. Nee, das war's nicht. Es war wie? Ich bin in Hamburg in der Stadt rumgelaufen und wollte mich mit meiner Cousine, glaube ich, später treffen und ins Kino gehen. Ja, welchen Film? Eine wie keine, glaube ich. Ich nicht schon. Ja. Nee. Ja. Und eine wie keine, mit wem ist denn das? Ich weiß nicht, der Kerl war heiß, aber... Ja. Stimmt, deswegen gehe auch ich ins Kino. Aber, ja, aber welcher, weißt du nicht mehr, welcher Kerl? Nee, ich weiß es nicht Eine mehr. Wie keine, werde es prüfen lassen. Ja. Okay. Also gut, du gehst mit deiner Cousine... Nee, nicht mit meiner Cousine, die wollte ich später treffen. Aha, du gingst allein durch Hamburg. Ja. Plötzlich kam Janis, ein Model-Scout von Wie sieht so ein Model-Scout aus? Sollte man bewaffnet sein, wenn einem so einer begegnet? Nee, oder? Also der ist kleiner als ich. Aha, Italiener? Nee, Grieche. Ja! Ach so, toll, Grieche, ja.
Hallo, ich bin der Janis. Willst du ein Model machen oder wie stellt sich so jemand vor? Ja, ich dachte eigentlich, das sei so eine Umfrage, weil auf dem Stück in Hamburg, da sind andauernd so Umfragen. Mhm. Und dann hat er halt so gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Model zu werden. Da habe ich gesagt, ja. Und dann dachte ich so, nächste Frage. Ja. Und dann kam irgendwie so, ja, wie groß bist du denn? Und dann, wie groß bist du? 1,73. Aha, oder darf man das nicht laut sagen? Nee, es ist so klein. Naja gut, die meisten Models sind ja irgendwie 1,90 und wiegen 12 Kilo, aber bei dir ist es nicht so. Nein. Darf man fragen, wie viel du wiegst? Nein. Nein. Das fragt man nicht. Soll ich schätzen? Naja, das wäre okay. Das sage ich ja. Aber du siehst absolut, also nicht magersüchtig oder so weiter aus, sondern eben sehr, sehr schlank. Ja, und fit. Ja, richtig. Also Janis, der sympathische Grieche, mit Akzent gesprochen? Nein. Nein. Ohne Akzent? Aha. Ja. Ja. Gab dir eine Karte, Telefonnummer? Ja. Und hat dann irgendwie, er hat sogar nach meiner Telefonnummer gefragt und ich habe sie ihm gegeben. Luca. Und mich geärgert später, ja. Das war ganz furchtbar. Dann. Naja, und dann. Hallo, hier ist Janis. Du warst noch nicht zu Hause. Wie im Comic, das Telefon so abgehoben vom Tisch, ja? Ja, nee, ich war gar nicht in Deutschland, Alter. Also ich war gerade, habe eine Freundin in England besucht. Ja. Und dann hat er bei mir zu Hause angerufen. Mhm. Und ich habe dann später, also nachdem er angerufen hatte, habe ich zu Hause angerufen und gesagt, da ruft vielleicht jemand an, aber wimmelt den ab. Und dann, ja, und dann hat irgendwie mein Vater, also ich habe dann meinte er so, nee, der hat schon angerufen, ich habe einen Termin gemacht. Toll. Was macht dein Vater beruflich? Lehrer. Tja, welche Fächer? Englisch und Französisch. Fantastisch. Der hat natürlich in dem Griechen die humanistische Kultur gewittert und hat einen Termin gemacht. Ja. So, dann wurden Probeaufnahmen, Casting und so weiter gemacht. Ja, sind wir erstmal hingegangen und dann, also in die Agentur. Ja. Aber und die Eltern mit dabei? Ja, die Eltern immer mit dabei. Ja. Und dann haben sie uns halt gesagt, was sie so vorhaben. Ja. Und ja, dann haben wir so Probeaufnahmen gemacht und dann ging es immer weiter. Und jetzt sehe ich das richtig, du bist sozusagen, kann man sagen, das Gesicht von Prada in dieser Saison? Ja. Ja? Das ist doch ein phänomenaler Einstieg, oder nicht? Ja. Ich meine, das ist wirklich ein großer Konzern, der hier alles aufkauft, was irgendwie zwei Schuhsohlen herstellt. Und, und ja auch unglaublich, sind das Prada-Schuhe? Nein. Was sind das für welche? Ich weiß nicht, die habe ich schon ganz lange. Du bist nicht verpflichtet, dauernd Prada zu tragen? Nee, bin ich nicht. Mhm. Aha, stehst du im Vertrag? Nee, steht nicht im Vertrag. Also es gibt ja solche Verträge, wo dann drin steht, dass man bei öffentlichen Auftritten nur... Ja, den haben Serienschauspieler und so weiter. Die müssen dann Adidas-Pulli und Adi-Prada-Schuhe und sowas anziehen, weil sie umsonst kriegen. Aber du kannst anziehen, was du willst. Ja. Hast du auch, wie heißt die Frau, Miucci Prada? Miucci. Miucci, mal kennengelernt? Ja. Wie ist die? Die ist nett. Die wirkt so sehr, so sehr powermäßig. Ist die so? Also ich glaube, in Wirklichkeit ist sie ziemlich schüchtern. Aha. Das ist ganz niedlich so. And she talks English to you? Ja. Yeah. Und zupft die immer so rum? Come on, look at you, go on, take this. Ja? Und ist das, wie man es immer in so Filmen sieht, mit so Hektik, dass so ganz viele... Also nicht bei Prada. Da nicht? Nee, da nicht so. Businessmäßig. Das ist alles ganz organisiert. Und du bist so gelaufen für die? Ja. Wo? In Mailand. Und? Nur in Mailand? Ja, Prada ist ja nur in Mailand. Die stellen nur in Mailand vor? Ja. Auf so Schau. Was ist für ein Gefühl? Für Prada zu laufen. Nein, ich meine in Mailand, wenn da unten diese sammelnden alten Säcke mit der Kohle sitzen. Also da sitzen eigentlich nur Frauen, die... Ich weiß nicht, man sieht das gar nicht, wer da so sitzt. Also jetzt so ein Publikum. Man sieht das Publikum gar nicht. Man läuft ja nur so auf die... Und hast du andere Models da auch kennengelernt? So von Naomi und sowas? Nee, aber Giselle Bündchen. Und wie ist Giselle Bündchen? Ich weiß nicht, man sieht immer nicht so viel von ihr. Wieso? Weil man sieht so einen Haufen von Leuten und dann weiß man, und dann weiß man, da ist wohl irgendwo Giselle drin, weil man sieht sie nicht so viel, weil man sie so... Immer so Entourage. Ja. Sieht sie gut aus? Und so. Auf Fotos sieht sie sehr gut aus. Ja. Aber sie hat nicht mit dir gesprochen oder so? Nee. Arrogant? Vielleicht schüchtern. Vielleicht schüchtern. Ja. Aber ich sehe, du gehst das sehr bodenständig an, so eine richtige Hamburger Lehrerstochter. Genau. Ja? Schule zu Ende machen, mit viel Spaß. Und ich meine, es ist wirklich ein phänomenaler Einstieg für so eine Firma, gleich als erstes anzufangen. Hm. Ja? Drück dir Daumen, dass es gut geht. Ja, und danke. Wir werden das weiter verfolgen. Und würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Danke. Was ist am Montag auf dem Stundenplan in der Schule? Nee, Montag bin ich nicht in Deutschland. Wo bist du da? In New Mexico. Ha, Fotos machen? Ja. Wo in New Mexico? Das weiß ich noch nicht. Du musst doch irgendwo landen. Ja, ich weiß auch noch nicht. Fliegst nach Los Angeles und dann nach New Mexico? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es morgen losgeht. Fliegt Mutti mit? Nein. Janis? Nein. Vorsicht. Hast du keinen so einen Scout oder so einen Begleiter, der sagt, ich passe auf dich auf, hier rauch mal? Nee? Nein. Vorsicht. Nicht alle Männer sind so harmlos wie hier bei uns. Schau mal Helmut an. Luca, ich drücke dir den Daumen, wünsche dir viel Erfolg, komm mal wieder. Ja, und viel Spaß in New Mexico. Das ist sehr schön da. Alles Gute. Luca, meine Damen und Herren. Tschüss.